Und damit auch nochmal aus der Postproduktion ein herzliches Willkommen in der deutschen Fortszene. Heute gibt es einen Cast auf der neuen Map von Kronk, von Kronk gegen Eden. Ne, werdet ihr auch gleich sehen, das Game wurde on-stream gecastet. Von daher gibt es am Ende auch ein bisschen Facecam. Am Anfang jetzt nicht wegen dem Splitscreen, den habe ich natürlich in der Post noch eingefügt, aber die Kamera habe ich da jetzt nicht noch mit draufgeschnitten, denn das brauchen wir nicht. Denke ich mal so. Leute, am Anfang des Casts bin ich aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen absolut lost in Hyperspace. Aber ich verspreche euch, dass das Game sehr sehenswert war. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zurück, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen, zu einem weiteren Forts 1 gegen 1. Ja, Ranked hätte ich jetzt fast schon wieder gesagt. Aus Gewohnheit und heute wieder mal so ein bisschen eine kleine Besonderheit. Ich bin on-stream, deswegen seht ihr mich mit Kamera, Alter. Der gute Kronk wollte, dass wir einen Game casten. Und wir casten es dann natürlich auch auf seiner Map, mit der hier an den dritten Forts Map Contest an den Start gehen würde. Und das ist nicht alles. Kronk spielt sogar selber, Digga, auf der linken Seite mit Pinchus hier am Start, jetzt für euch eingeblendet. Genauso wie auf der rechten Seite Eden gegen den er spielt. Den spielt auch Pinchfist. Und jetzt blenden wir auch Pinchus für euch ein. Ich brauche gar nicht hin und her switchen. Die ersten drei Minuten seid ihr ja sowieso im Splitscreen. Ne, wisst ihr Bescheid? Mark, der mir jetzt ganze Zeit auf Twitch, hätte ich fast gesagt, auf Steam schreibt, der kann jetzt mal kurz seinen Maul halten. An der Stelle. Wir casten hier kurz dieses Game fertig, also Geizhals für euch eingeblendet, damit wir das hinter uns haben. Ne? 50% weniger Kosten bei der aktiven Fähigkeit. Die deutsche Fortszene habe ich einfach vergessen, das ist ja insane. Ich fühle mich, also im Moment, es gibt so Momente, ne, das muss ich jetzt auch mal kurz sagen an der Stelle, da fühle ich mich einfach nicht so, als hätte ich jetzt gerade Bock auf casten. Ne? Gerade ist so ein Moment, aber das wird hier eiskalt durchgezogen. Ob es auf YouTube kommt, das gucken wir dann nochmal, vielleicht wird das nochmal separat gecastet. Ja, je nachdem, wie gut der Cast dann war. Ich habe halt auch gewisse Ansprüche an mich selber. Ne, sind wir ehrlich, aber für jetzt casten wir das Game kurz. Danach spiele ich eine Runde League und heute Abend gibt's wieder Forts. Dass ihr Bescheid wisst. Ja, auf der linken Seite Kronk hat sich hier für die Werkstatt entschieden. Winterbienen baut er hier hinten. Das muss ich mir nochmal angucken, wie er das hier baut. Na, ich muss auch mal F8 drücken, damit ich weiß, wie weit wir sind. Das muss ich mir nochmal angucken, damit ich weiß, wie er seine Windturbinen hier hinten rein platziert. Da oben hat er auch noch zwei platziert. Also 4 Windturbinen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minen mittlerweile am Start. Eden auf der rechten Seite. Werkstatt Upgrade Center. Aber auch jetzt erst hat seine Economy quasi auch vorgezogen. Hat ein Gunner, warum auch immer, da oben rein platziert. Nö, man weiß es nicht. Kronk seine Mine hier so platziert, dass, und da muss ich jetzt aber mutmaßen, da wahrscheinlich noch ein Schwarmraketenwerfer reinpasst. Da bin ich ja mal sehr gespannt. So, der Anfang war ein bisschen bröckelig, aber jetzt kommen wir langsam rein in das Gameplay. Holy shit, Alter, ich fühl's auf einmal richtig. Jawohl, Fortscast. Ah, schön, wieder hier zu sein. Leute. Ah, schöne Verbindung hier unten zu der Kugel. Ihr seht es ja gerade noch im Splitscreen. Das ist, ja, die Map ist schwierig für Blitzscreen, muss ich sagen. Blitzscreen, Alter. Für Splitscreen. So. Ja, 20 Sekunden haben wir noch Splitscreen. Ein kleiner Sniper-Battle auf beiden Seiten. Das hier wurde gefixt, ne? Die kleine Titanidor funktioniert jetzt nicht mehr. Das heißt, die Tür hat die erlaubte Minimallänge. War das richtig? In meinem Kopf hat es Sinn ergeben. Naja. Eden mit Mörsern am Start. Okay, da, gut. Will ja für schwere Mörser und Schwarmraketen most likely gehen, aber ich weiß nicht, ob das passt mit der Metallstrebe da. Na, das wird wahrscheinlich nicht passen. Kronk auf der anderen Seite. Bin ich jetzt mal wirklich gespannt, ob hier noch ein Schwarmraketenwerfer reinpasst. Tier 2 Technologie. Munitionsfabrik ist am Start. Er will also Kanonen oder wahrscheinlich Howitzer spielen, weil wer das Video von, ich muss jetzt kurz nachdenken, gestern wahrscheinlich nicht gesehen hat, der wird wissen, dass Howis auf dieser, nee, Moment, der wird nicht wissen, dass Howis auf dieser Map sehr stark sind. Und damit sind wir übrigens in der Gesamtansicht. Herzlich willkommen, ne? Facecam ist jetzt auch für euch am Start. Ja, was soll ich sagen? Genau, Howie ist auf dieser Map wirklich sehr stark. Ich habe mich in diesem Match versucht, mit Anti-Air zu verteidigen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ne? Klar, dieser Spot hier kam man wirklich viel Anti-Air reinspammen. Steffen hat es gemacht, er hat sich hier ganz hoch gebaut. Oder halt auch, wenn dieser Turm fällt, dann hast du hier auch mit dem Sniper den Winkel da, ein bisschen Anti-Air zu disablen. Aber, ja, das ist so eine Sache auf dieser Map. Ne? Du kannst da irgendwie viel hinspammen. Aber gleichzeitig gegen Howies ist die. Ich hatte 7-8 Gunner zeitweise und es hat einfach nicht gereicht. Das fand ich frech. Kreisige, von hinten. Sehr sneaky hier. Finde ich geil, gefällt mir. Ja, will wahrscheinlich da unten reinsnipen. Reinschneiden. Ja, genau. Oder halt da, wäre der Gunner da nicht gesessen, dann hätte er das auch getrennt. Aber da sitzt auch nichts drin, also damit nichts Kritisches und
Schön eingesetzt, die Mörser von Eaton. Die Mörser hier schön hoch, dass die Gunner da möglichst weit hoch schießen. Und die schweren Mörser im flachen Winkel, um hier ein bisschen Schaden zu auszuteilen. Das klappt aber nicht ganz. Na, also Eaton hier mit den Mörsern am Start ist jetzt so ein bisschen, steckt so ein bisschen fest. Ja, er durchbricht die Anti-Air von Kronk nicht. Der hat aber gleichzeitig, na, wo kommt der Howie? Wo wird er platziert? Wir haben auf jeden Fall die extra Storages. Also wird es auf jeden Fall ein Howie werden. Ich kann es mir hier vorstellen. Da kommt ein Gunner. Oder halt da unten. Aber da unten ist relativ useless, solange das Ding da in der Mitte noch steht. Ne? Das muss zuerst weg. Oder er baitet hier die ganze Zeit mit dem Woodspam. Man weiß es einfach nicht, was er da vorhat, der Junge. Na, vielleicht kommt auch da oben der Howie rein. Also ich, wie gesagt, ich fühle den Howie da oben sehr viel mehr als da unten. Vor allen Dingen, weil man ihn hier mit mehr Geschwindigkeit abschießen kann. Ja, wenn ihr den hier unten rein platziert und ihr den hier rüber balancieren müsst, dann müsst ihr sehr viel weniger Geschwindigkeit nehmen. Vor allem, wenn der Turm in der Mitte noch steht. Ja, auf der rechten Seite Eden hat erkannt, ja gut, ich habe jetzt zwar Mörser, aber das bringt mich jetzt auch nicht so wirklich viel weiter. Noch eine Kreissäge. Und einfach Kronk hier den Slot zu den Nein, ich weiß ja nicht. Und ich weiß nicht, was der Junge hier auf der linken Seite macht. Ja, der hat irgendwie nicht genug Ressourcen, um sich mal eine Waffe zu gönnen. Ja, die Munitionsfabrik ist schon jetzt seit mindestens 1,5 Minuten fertig, Kronk. Was ist da los? Wir wissen es nicht. Nächste Mörser-Sage, kommt da mal was durch. Oh, ein Mörser hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Herr Eden. Sie haben einen Mörser durchgebracht und damit einen Gunner ausgeschaltet. Hier ist Ihr Bundesverdienstkeks, ausgehändigt von Salzwerk. Man kennt es. Ah, Kreissäge auch wieder nicht effektiv eingesetzt. Ja, das ist also, ja, da muss man sich, also die Map muss man ein paar Mal mehr spielen, um sich hier zurechtzufinden, würde ich ganz stark behaupten. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt nicht nur diese Map in den nächsten Tagen bringen werden, obwohl ich coole Replays davon habe. Und der nächste schwere Mörser schafft es, sich durch die Anti-Air durchzubahnen, seinen Weg durchzubahnen, so. Und landet hier unten auf einem Gunner, der Arme. Aber wirklich effektiv und viel ist das nicht. Endlich, der Howie von Kronk, lang gefordert, wird er jetzt endlich eingesetzt. Noch ein paar Sandsäcke vor die Windturbinen, dass da nicht reingeschnitten wird, weil wenn, ja, das, ui, ja, die Kreissäge hier rein, das ist unangenehm. Ist das eben gerade schon passiert? Habe ich es verpasst? Wahrscheinlich habe ich es verpasst. Was ist passiert? Ich habe nicht hingeguckt, ne? Ihr kennt es. Ja, irgendwo wird da die Kreissäge reingeschnitten haben. Kann aber auch sein, dass sich verfehlt, ist klar. Dass er die Kreissäge verfehlt hat. Er hat sogar, das war schon der letzte Schuss gerade. Ich habe sogar noch eine andere Salve verpasst. Ne? Hier hat er ja wahrscheinlich seinen Strudel da verteidigt. Ja, macht er jetzt auch hier. Das ist nicht schlecht gespielt, ne? Das ist eine gute Art und Weise, sich gegen Kreissägen zu verteidigen, indem man einfach da Woodspam vorbaut, wo man ihn nicht braucht. Ne? Hier auf die Kugel passt das ganz gut, da ein bisschen mehr reinzuklatschen. Das wird ein bisschen friemelig und ein bisschen unangenehm, wenn die Kreissäge da dann trotzdem reinschneidet und dann noch Gewicht dran hängt oder das irgendwie reißt oder so, ne, das will man nicht riskieren. Von daher ballert euren Woodspam möglichst an Orte, wo er halt auch einfach rein kann, ne. Hier zum Beispiel einfach auf die Kugel raufgestellt, ganz entspannt. Howie von Kronk ist bald fertiggestellt und ich prophezeie euch, wenn dieser Howie hier durchkommt, dann sieht Eden alt aus. Ne, der hat keine Anti-Air am Start, der versucht hier immer noch die Mörser und die Kreissägen irgendwie ins Spiel zu bringen, aber es funktioniert einfach nicht. Er kann die Anti-Air von Kronk nicht effektiv ausschalten. Es ist leider wirklich belastend. Und es ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier oben kein Metall ist, sondern Holz. Kreissäge hat da gerade so ein bisschen reingeschnitten. Jetzt ist der Turm so ein bisschen angegessen. Angefressen. Angefressen klingt besser. So, Marc, falls du das hier siehst, ich bin gleich da. Keine Sorge, Menü. Ja. Erster Howie-Schuss. Ne, was soll man sagen? Der knallt hier ungehindert auf das Fort von Eden. Das ist Core-Damage. Das ist Splash-Damage auf dem Core. Ja, der raucht jetzt zwar noch nicht oder ganz leicht. Ich kann das nicht erkennen. Doch, ganz leicht raucht er. Braucht jetzt hier auf jeden Fall entweder mehr Anti-Air oder mehr Woodspam. Er entscheidet sich für einen Minigunner. Ich weiß ja nicht. Er hat noch keinen nennenswerten Schaden gemacht. Also Mörser-Strategie auf dieser Map, wenn man sich zu verteidigen weiß, wirklich nicht effektiv. Ne? Die Anti-Air ist da wirklich sehr defensiv platziert. Ohoho, okay, er wehrt den Howie-Schuss einfach mit den schweren Mörsern ab. Natürlich, was denn auch sonst, Leute? Das ist Eaton. Natürlich wehrt er den Howie-Schuss mit schweren Mörsern ab. Wenn das geplant war, Hut ab. Wenn das nicht geplant war, dann lassen wir es so aussehen, als wäre es geplant gewesen. Ne, ist keine Frage. Holy shit. Einfach den Howie-Schuss mit den schweren Mörsern abgewehrt. Was?
Ja, das Problem auf dieser Map ist natürlich, wenn hier ein Turm in der Mitte ist, man kann ja keine Shotgun platzieren oder so, der hier einfach mal reinhält und die ganze Anti-Air disabled. Das ist nicht. Ne? Dementsprechend Nukes oder, beziehungsweise, ja doch, Nukes, Raketen oder auch Mörser, Howies. Auf dieser Map nicht so stark, weil du eben Anti-Air spammen kannst, aber Howies irgendwie dann doch wieder stark, weil sie ziemlich viel Anti-Air schlucken können. Ja, also baut schwere Mörser, wenn der Gegner eine Howie baut. Ist doch ganz klar. Na. Er baut einfach. Ich komme nicht drauf klar. Ne? Map aber auch ziemlich groß. Zuschauen in der Gesamtansicht ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Für Leute, die vor allem auf Mandy gucken. Da kommt der nächste Howie-Schuss und das sieht tödlich aus für Ethan. Ah, noch nicht ganz. Aber die Kreissäge. Oh, Kronk. Bisschen missaimed. Hätte hier den Chor abschneiden können. Das wäre es gewesen für Ethan. Trifft aber hier oben rein. Kreissäge da unten. Schnell den Strudel hier ab. Da gehen zwei Kreissägen flöten. Auch unangenehm. Hat da unten drei Kreissägen drin. Jetzt bricht die Verbindung. Und was? Warum explodiert der Chor da? Holy shit, da wird eine Batterie gestanden haben. Der Boden wurde abgesägt. Die Batterie ist explodiert. Hat vielleicht noch eine zweite Batterie mitgenommen. Und der Chor explodiert einfach. Suicide auf der linken Seite. Leute, das war ein weiterer Forzcast, der wirklich richtig scheiße angefangen hat, aber dann doch ganz cool zu Ende gebracht worden ist, denke ich. Verzeiht es mir, da ist die Kamera. Ja, wir sind ja hier noch im Stream. Puh, holy shit, what a game. Jungs. Ne? Falls ihr das auf YouTube seht, falls ihr mich dafür entscheidet, das hochzuladen, wünsche ich euch wie immer einen schönen und entspannten Tag. Viel Spaß im Ranked und haut rein!